Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Frozen Throne. Dem Abenteuer von der Expansion Knights of the Frozen Throne. Mit mir, wie immer, der gute Ben. Und ich heiße Ja. Kuparus. Hi. Ja, im letzten Part haben wir den Saurfang besiegt. Und was ich auch nicht gemerkt hatte, ist, weil, da ich eigentlich immer mit OBS auf und aufnehme, ist, dadurch, dass ich rausgetappt bin, hat GeForce Experience aber weiter aufgenommen. Aber es ist einfach zu meinem Vorteil, dadurch konnte ich dann gleich die Internetseite mitsehen, auf dem ich das Deck nachgeguckt hatte. Weil es ist immer Hafion oder auch Icy Veins oder sonst was. Aber hier, unser nächster Gegner ist und der Endboss von The Lower Citadel. Das Gute ist, ich muss ja nicht mal warten auf die anderen und so. Meistens muss ich dann immer so ein paar Wochen warten im Unterschied, aber ja, egal. Jetzt sind schon alle da. Ja, wir können alles in einem Rutsch machen. Lower Citadel, Upper Reaches und dann halt The Top of Aber es ist Icehelm. eine interessante Idee von Blizzard gewesen, dass man sich jetzt entschieden hat, doch noch Adventures zu bringen, aber halt in dieser Art und Weise. Ja, finde ich halt, das ist quasi so eine gute Entschuldigung in dem Sinne. Aber hier, wir kriegen am Ende einfach nur ein Pack. Also los geht's. This is Lady Death Whisper. Wovon man auch sagen muss, in den Before ersten she got 20. nerfed. Die Lache. Before she got nerfed. Lady Death Whisper. Death Whisper has dragon napped Valithria. Save the dragon, save the world. Ach, den Boss kenne ich auch, wo man den Drachen beschützen muss. Whisper of the Death. Whisper of Death. Damage all enemy minion until they have one health. Aha. Okay. Interessant. Na, wisst ihr was, ich werde es einfach so machen aus Sicherheit, dass wir ein Deck nehmen, was dazu passt, dass damit wir nicht unsere Zeit verschwenden und ihr gleichzeitig einfach mit zusehen könnt, wie ich dieses speziell besagte Deck mache. Das ist quasi so das neue Feature. Koopa macht die Decks quasi. Ja, ich glaube, es war ein Priest-Deck. Custom. Und natürlich Wild. Death. Whisper. So, Ben, jetzt kannst du wieder erzählen, weil ich jetzt einfach im Deck baue. So bin ich wieder Du wolltest etwas sagen, Ben. da. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Okay. Also Aber ich ich habe dich für 10 unterbrochen. Sekunden. Ich war nur so, dass ich kurz 10 Sekunden weg bin. So, wir müssen einfach nur den Drachen. Hier wieder Aldrin Angels macht hier anscheinend die beliebtesten Decks mit 390 Upvotes für Easy, Lady Death Whisper Win. Just silence or heal the dragon and protect him with your taunt minions. Easy peasy, mulligan silence always. If you won't get it, don't worry. You can still win by healing the dragon and eventually will draw silence. So. Circle of Healing. Wir müssen einfach diese Drachen beschützen. Das kenne ich aus dem Raid da. Icecrown, Citadel und sowas. Blinding Heal. Ist das hier? Habe ich sogar zweimal. Von Un'Goro. Un'Goro Crater is coming sooner than later. Police ain't gonna wait. The Scots are aiming for haters. Ja, der legendäre Rap von Ben Brode. Es war eine Ehre, ihn zu treffen auf der Gamescom. Ja, das wissen die Leute noch gar nicht, dass du ihn getroffen hast. No. Aber ich habe auch keinen. Ich wollte jetzt nicht sowieso ein Aufmerksamkeitsboy sein, deswegen habe ich auch kein Zusatzvideo irgendwie aufgenommen auf dem Konfi-Kanal zu Gamescom. Oh, Ben Brode-Video. Ben Brode wieder. Ah. Ja, aber Ben Brode mit seiner legendären Lache. Ja. Oder irgendwie so in die Richtung. Die ist halt Wobei legendär. dem wir ja vorstellen können, dass Admin-Video. Genau. Ben Brode! Oh! Nee, so lief es nicht, aber wir haben ihn halt, also ein Kumpel, bin mit einem Kumpel zu Gamescom gefahren, eigentlich mit drei, aber die anderen beiden waren schon weg und da haben wir halt den letzten Tag dann bei Hearthstone, also bei diesem Hearthstone-Ding gechillt, wo auch dieses eine Nationenturnier gestreamt wurde, live und so. Das waren wir direkt da an dem Ort, wo es gestreamt wurde, im Hearthstone-Bereich quasi. Wie nennt man diese Bereiche nochmal in der Gamescom, die so, Hallen? ja, Hallen und jede Halle hat einen Ort oder so, wie nennt man das?
Jede Halle hat eine. Sektor? Nein. Bühne? Nein. Du verwirrst mich nur noch, ne? Ausstellungs, genau, irgendwie so Ausstellungsding oder so. Jede Halle hat mehrere Ausstellungen oder so. Da, wo dieser Hearthstone-Bereich war, bei der Blizzard-Sektion, da konnte man halt, war eine riesige Taverne in dem Sinne, da konnte man chillen. Und ja, und da kam dann einfach mal Ben Rhodes direkt in der Nähe, wo wir saßen, kam einfach mal raus, out of nowhere. Haben wir ein Foto mit ihm gemacht und haben mit ihm kurz Ja, ich würde auch gelabert. gerne. Und natürlich die famous Ben Rhodes-Lache gehört, das war cool. Ich würde auch mal gerne auf die Gamescom gehen. War cool. Ich war irgendwie so, selbst in 2 Tagen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich noch so viel mehr hätte erleben können, aber 2 Tage Musste sind, glaube ich, ich schon auch vom muss Preis nächstes Jahr durch. wieder fahren. Nein, dann gibt es ja neue Dinge. Dankeschön, Alchemist. Also, wir haben hier ganz viele Heilungskarten hier, den Drachen am Leben zu halten. Und Holy Nova natürlich. Und dann Taunt Minions. Wie der Neutron. Der Bilefin Tidehunter. Davon hatte ich auch einen goldenen. Earthen Ring Farseer. Wo bist du, Boy? Earthen Ring. Und Stone Hill Defender. Öffnen. Hä? So. Chill. Ja. Hä? Anscheinend habe ich keinen Stonehill Defender. Oder bin ich blind gerade? Wahrscheinlich bin ich nur blind. Oder? Ne, Vielleicht mal ist es vielleicht das Wild. ich habe gar keinen Stonehill Defender. An Un'Goro, das ist von Un'Goro, Dwayne. Oh. Hearthstone gerade. What? Legendary Card is your future. Sie haben gerade auf so Facebook so mega schnell die Legendary durchladen. Ich stopp mal. Was ist meine Legendary Card? Ist meine Zukunft. Professor Putricate. After you play a secret, put a random hardest secret into the battlefield. So. Jetzt haben wir das Deck fertig. Und können mal mit dem Duell beginnen. Solo Adventuris, Izekroven und Te Lover Citadel. 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 Lady Death Whisper. Whisper of Death. Damage all enemy minions until they have one health. Jeden Zug. Choose the Death Whisper. Wir müssen auf jeden Fall für Silence Mulliganen, damit wir anscheinend irgendwas von unserem Drachen da wegmachen. Wir möchten den Drachen beschützen, was ich irgendwie für 20 Züge oder so gefühlt habe. Taranda versus Lady Death Whisper. Und wir kriegen Silence, nice. What is this disturbance? My Silence. Is not complete. Silence Fools. Und hier ist Valitria Dreamwalker. Help me, Champion. I must not give in. Can't attack or be attacked while damaged. Und wenn ich sie silence, kann ich angreifen. Ach so, ich verstehe. Und er darf nicht sterben. Naja, er darf sterben, aber dann müssen wir 120 Schaden machen. Was nicht so möglich ist, aber naja. Wir machen das mal hier. Damage all enemy minions at one health. Silence, fool. Dann müssen wir sie halt beschützen. Weil in dem Sinne... That dragon will undo all we've wrought. Destroy it, Death Whisper. Ja, deswegen, ne. So, mal schauen, was sagt sie. Blessings to you. Oh,
Was that a threat? Blessings to you. Was that a threat? Ja, jetzt verliere ich sie mal. You will regret this. Oh, ja. Was that a threat? Ja, jetzt war es ein Threat. Good job. Death Whisper. I told you to finish off that dragon. Also müssen viermal mit ihr angreifen, dann stirbt sie. Death Cult. You're taking your sweet time. The Coin. Haunted Creeper. Geil, scheiße. Moment mal. Damage all enemy minions to one health. Das ist ja direkt Drip von den Drachen. Weil selbst wenn ich den heile, wird er wieder runtergehaut. Und wenn ich den jetzt heilen würde, den zerstören würde, und dann würde ich einen zerstören, dann bleibt immer noch ein Spinne übrig. Ja, kann ich direkt aufgeben. Oder nee, Restart, schade. Ich hätte Restart drücken müssen. Fuck, Alter. Fucking Haunting Hex, ey. Haunting Hex. Teranda versus Lady Death Whisper. Elune, give me strength. What is this disturbance? Oder neue Challenge. Du musst den Held healen und healen. Healen und healen, was? Ja, aber gleich nicht mehr. Haunted Hacker. Neue schon können wir diese Dex-Spinnen ein bisschen aufhalten. Darkness embraces you. You are the Shadow's puppet. Alter, die Hex. Bauwart Shield bringt sich ja wenig für einen Drachen, ja, weil sie nicht. Deswegen für die Minions ist das. Oder? Ja. Ach so, stimmt. Can't attack or be attacked while damaged. Okay, also sie kann eh nicht angegriffen werden. Als hätte ich gar nicht aufgeben müssen. Das hab ich nicht gesehen. Das ist auch schon, das wäre der Hardcore-Mode, ey. Dann spielen wir auch Lightwell und pushen ihn mit dem Power Shield. Das wird so leid, einfach mal. Wow, das Damage gedealt. Du hättest letztes Mal schon gewonnen gehabt, eigentlich. Wieso? Solange du nicht so lange verletzt bist, hättest du jederzeit angreifen können und er hätte nichts machen können. Nein. Nein, aber er silenced. Damit gehört, weiß ich auch weg. Okay, passt. Sorry. Ja,
Also die muss ich doch aufgeben. The living are so very weak. You smell like a leper, no? Ein Lich King. Lich King. Ich will Lich King nehmen. Nee. Keine Lust drauf. Das ist richtig Arsch. Schaut mal. Taranda versus Lady Death Whisper. Die Situation hat sich entweder gezogen oder ich hätte mir einfach verloren, auf was ich hin muss. What is this disturbance? My work here is not complete. Boah, kann man nicht einfach diesen Mindbreaker spielen, damit sie ihre Hero Power nicht aktivieren kann? Ja. Und jetzt kommt auch der Creeper. Bist du etwas, Ben? Bist du etwas? Denn du hörst ja. Hört sich ziemlich voll an. Also jetzt gehen wir ihr Face angreifen, dann noch ein normales Spiel spielen müssen. So, jetzt esse ich nichts mehr. Wie lieb von dir. So. Stop toying with them and finish this Death Whisper. Why isn't Arcane Explosion in your deck? Eine sehr gute Frage. The damned stand ready. Only nightmares remain. Das war blöd. Ich spiele ja normal, ich spiele einfach. Kappa. Sind wir so hier, mit Lightweight hätte nichts gebracht, Shadowweight Death hätte auch nichts gebracht. Polynovati noch nicht, und das hätte auch nichts gebracht, weil sie dann direkt gekillt wird. So, ich weiß, was ich meine, Ben. Jo. Das Problem ist, egal wie ich es mich spiele, es wird nur ein Leben haben. Deswegen können wir das gleich neu starten. Jo. Diese... Lady Death Whisper. Keine Ahnung, warum dieses Ding so hochgeliked wurde. Ich frage mich auch, was bringt ihn zu heilen? What is this disturbance? Naja, heilen bringt ja das, weil das hat ja die Standardtaktik gesagt, entweder jetzt zu silence oder zu heilen. Damit er angreifen kann. Ja. Ich stelle, man braucht. Man soll Silence nehmen, aber nee. Und taunt halt dafür, damit halt ja, er überlebt, halt, wenn er Silence ist. Die ganzen Taunts, die ich kriege, sind halt nicht gut. Also jetzt mal hochheilen. Dann wird es wieder runtergehauen. Foul creature!
Man muss halt eigentlich nur schaffen, halt viermal sie hoch zu sein. Ja. Jetzt ging gleich die Coin und Haunted Creeper. Ja. Ich find's mal asozial, dass die Gegner Haunted Creeper haben, ne? Oder auf der Bildschirm. Siehst du, jetzt kriegt er halt einen Taunt und kann halt den nicht benutzen, weil sie mir nur ein Leben hat, um halt Taunt zu machen. Das ist halt schon kacke. Wenn ich halt jetzt mache, wird sie halt... wird sie halt am Ende des Zuges wieder auf ein Leben gehauen von der Europa. Du brauchst jetzt entweder sowas wie, die eine Karte da, die, die gleich 4 hochhält. Das sind halt überall Taunts, das bringt mir nichts. Ich brauche halt starke Minions eigentlich und ich bin nur so welche Lappen-Minions. Kannst neu starten. Nee, nee. Ich muss halt jetzt was reißen. Das erinnert etwas so an diese an die Yu-Gi-Oh! Duelle bei uns immer. Die teilweise ewig dauern können. Wenn es halt nicht Taunts hätte, wäre das halt nicht so schwierig. Weil in dem Sinne, alle meine Taunts werden jetzt super wenig Leben haben. Egal ob ich jetzt, ich frag mich, wieso gibt es halt Power World Shield in diesem Deck? Was ist das für eine Verarsche? Power World Shield ist komplett unnötig. Ja, was weiß ich. Das Deck wurde mit 300, anscheinend verstehe ich die Strategie nicht, weil das Deck hat 350 Upwards bekommen auf HP. Und ich verstehe nicht wieso. Wahrscheinlich ist so, du spielst einmal und hast eine Lackrunde oder nicht. Die Silence macht halt noch weniger Sinn, weil egal wie viel du sie hochheilst, was bringt das mit Silence? Weil egal wie viele Mal ich sie hochheile oder sowas, am Ende des Zuges wird sie ja wieder runtergehauen. Das heißt, lieber die Fähigkeit behalten, weil dadurch kann sie nicht einfach so kaputt gemacht werden. Ja, Silence bringt sich halt dadurch, Silence hat halt doch Sinn, weil... Silence könnte ein Finisher sein, jetzt in diese Richtung hin jetzt. Weil Silence gibt dir halt einen Zusatzangriff mindestens. Wir werden schon einmal auf einen Angriff dauern. No. Wenn auch irgendwer Power Shield auf dem spielt, ist der Idiot. Also ich glaube, einfach um Karton zu haben, nehme ich das eine von denen, ey. Binding Heal auf ihn, damit du wieder 5 Dinge hast. Ja. Eigentlich müsstest du fast schon gewonnen haben. Nee. Aber dann kommen halt die Taunts und dann rast ich aus. Was kommt jetzt? Nichts, okay. Okay. Noch einmal Binding Heal und wenn du Glück hast, kannst du den nächsten Zug mit Silence den letzten Angriff setzen. Genau. Herzlich Glück, ne? Ich meine mit, falls der Torn, ich hoffe der Torn ist dann an Fear and Pain, okay, ist vorbei. Okay, GG, WP. Man muss halt einfach auch ein bisschen Luck haben. Wie gesagt. Und ich hatte keinen Luck. Das war jetzt zum Beispiel too easy. Your deck has failed me, Death Whisperer.
be content that your defeat was quick. Lower Citadel defeated. Now you've made the Lich King angry. Really angry. Und damit haben wir die Upper Reaches freigeschaltet. Wieder mit drei neuen Bossen. Kannst du vielleicht noch zeigen, was du im Back hast? How many times I've ranked legend. Einmal? Keinmal? Natürlich werde ich zeigen, was in dem Pack drin ist, Benny. Es ist ja auch neu, dass die ersten 20 Packs, die du von der Expansion jetzt aufmachst, jetzt wird mindestens eine legendäre drin. Okay. So, hier haben wir ein normales Pack. Aber da ich keine Lust hatte, so viel Geld für ein Spiel auszugeben, was ich halt eh nicht mehr spiele, habe ich ja auch nicht diese diese Zusatzdinger gekauft. Keine Vorbestellung gemacht, deswegen sind das alles halt gefühlt neue Karten hier. Gnash. Und dann, ja, was ich immer nie gemacht habe, ist einfach auf New klicken. So. Tusker Fisherman. So, das zercraften wir, naja, eine Common-Karte. Oh yeah. Eine schöne, geile 5 das. Und damit sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Gute Nacht. Und ciao.